Und damit herzlich willkommen zurück beim Let's Play Dark and Light. Das Zähmen ist schon mal ganz gut fortgeschritten. Da sollten sogar zwei Kibbel schon reichen bei meinen Einstellungen. Für den gutsten Nitok. Das war ganz schön knapp in der letzten Folge. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Ist es. Das böse Ding. Nice. 173. Ah, hat jetzt... 3,6 Leben, naja. Sehr solide Ausdauer. Ich glaube, einen recht guten Angriff. Ich hoffe, wir können den bald mal austesten. Nehmen wir das Zeug hier wieder raus. Dann bringen wir den Gutsten mal nach Hause. Stellen den erstmal auf Passiv. Würde noch ein paar Spitzhacken von dem Lightstone mitnehmen wollen. Obwohl das hier echt nicht die beste Gegend ist. Dass hier noch irgendwas schief geht. Mal gucken, ob wir hier eine Stelle finden, wo wir mal in Ruhe gelassen werden. Allzu viel brauche ich, glaube ich, nicht. Nein, was ist jetzt los? Oh, Entschuldigung. Das böse Ding habe ich mir erstmal einen verpoolt. Was machen denn die Panther da hinten? Einen würde ich noch abbauen wollen. Jo. Und dann nix wie weg hier. Erstmal den Nitok sichern, das war stressig genug. Kein Verlangsamungszauber mehr. Da? Ja. Das könnte eigentlich, muss man eben nachgucken. Einen Schuss hätte ich vielleicht noch gehabt. Und dann wäre das Ding mal die ganze Zeit auf mich losgegangen. Gar nicht gut. Das war echt mal eine Punktlandung. Schnell ist der? Oh, locker. Der bleibt ja locker an mir dran. Könnte ja noch ein Zacken schneller sein wie der Greif. Immer noch ein Auge drauf geworfen auf diesen das Hochplateau hier. Könnte man wahrscheinlich recht gut eine Base drauf bauen. Vielleicht machen wir das auch mal. Das ist ein Elefant. Den muss ich auch noch mal haben. 76, geht sogar. So, nix wie nach Hause. Das böse Ding abliefern. Dann muss ich gucken, dass ich ja, möglichst zackig einen Sattel dafür kriege. Das wird noch ein bisschen dauern. Da muss ich nämlich das Reiten noch leveln.
Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Und jetzt muss ich... Ist er da? Komm mal, Land hier. Gucken, dass ich den hier irgendwie aufs Dach balanciert kriege. Setz dich. Ach. Nein. Du stehst auf einem guten Ausblick, oder was? Na, dann bleib mal erstmal kurz da sitzen, aber so richtig gefällt mir das nicht. Irgendwie mal ein Panther hochkommt und ich merke das nicht gleich. Ist der denn noch auf? Oh. So. Unser Centaur ist auch fertig. Der ist leider nicht reitbar. Aber. Ne? Steht auch auf neutral. Wenn hier einer kommt, lenzt er den weg. Muss ich mal so eine kleine Zentaurenarmee anschaffen. Das wäre ja auch mal ganz geil. Schauen wir mal. So, den Lightstone, den hauen wir mal hier rein. Ich würde nämlich mal ganz gerne... Wo auch immer ich die bauen kann. So eine Pistole hier bauen. Ich glaube in einer Werkbank oder was? Ah, 57. Das jetzt schon wieder hier reicht. Dann haben wir genau 60. Mal eben gucken, was ich dafür brauche. Waffe. Genau. Und zwar brauche ich davon diesen Bitox Bibia, 35 Stück. Die sind schon recht teuer. 35. Ich habe, glaube ich, 26. Noch ein bisschen Mithril und ein bisschen Kupfer. Haben wir das noch? Kupfer haben wir hier nicht mehr. Hier ist noch Mithril und hier haben wir auch mal Kupfer. Gucken wir mal. Ich bräuchte eigentlich noch 9. Wunderbar. Zehn Kerne. Wow. Und 15 Rare Wood. Das kriegen wir auch hin. Muss das nur noch durchlaufen. Stets und ständig Flaschen craften. Und dass hier nichts anbrennt. Bin ja doch lieber auf dem Dach. Wie sieht's denn aus mit dem Reiten? Für den Sattel. 7,7%. Dann können wir den Nitox-Sattel machen.
Savage Cyclops. Drachen. Höllendrachen. Da muss aber noch so einiges an Sätteln gebaut werden. Naja, zumindest Leder habe ich ja ordentlich was da. Brauche ich aber auch wieder Metall wahrscheinlich. Gut, die 35 haben wir. Einmal bitte. Sehr gut. Punkte gibt es? Ah, kaum was. So, Ammo. Nicht dein Ernst. Ist das teuer? Da braucht man tatsächlich diese Mondsteine oder was war das? Da habe ich gerade mal 8 Stück von. Boah, das ist aber jeder Schuss Gold wert, du. Bist du verrückt? Ich bin schon wieder aufgehört zu regnen jetzt. Boah, übel. Brauchen wir den östlichen Lichtsteinsand noch? 15. Fuck. Hier wollte ich drin. Das heißt, 3 Schuss kann ich machen. Ich hoffe, die knallt richtig rein, du. Oder es gibt vielleicht mehr als eine Kugel? Nein, natürlich nicht. Ja, wie immer, geschenkt gibt es hier nichts. Verrückt. Und dann lassen wir die Pullen erstmal hier. An. Dann aufräumen wir die Bude. Wir brauchen auch schon wieder Charts. Da sind nur 60 Stück da. Ziehen wir dann auch noch mal los. Ich lasse die Waffe mal hier drin, bis wir dann doch noch mal ein paar Schuss mehr craften müssen, können. Ich werde jetzt als allererstes mal meine Verlangsamungszauber wieder reparieren. Charts, Drain und Kupfer. Ohne die sind wir dann doch ein bisschen aufgeschmissen. Aber die Charts sind nicht mehr da. Gucken, was wir da so von Heile kriegen. Einen schaffen wir nicht mehr ganz, da fehlen uns die Charts. Boah, so lange auf die guten Pfeile gespart. Ein Gegner, alles weg. Machen wir mal hier die 10 Pfeile rein.
unbedingt das Kibbel kalt legen. Wie lange hält es noch? Oh, das hält ja Gott sei Dank sehr lange. Gute Fleisch heben wir auch nochmal auf. Ist erstmal alles Roger. Böse Ding wird hier nicht angegriffen. In Not haben wir ja auch noch einen Greifen da. Gut, ich hole mir ein paar Ressourcen zusammen, dass ich hier ein paar Sättel bauen kann. Wo ich jetzt allerdings diese Mondsteine hierher kriege, ein bisschen mehr Munition auch zu machen, das weiß ich nicht so genau. Bis jetzt habe ich die nur aus den Meteoriten bekommen. Mal schauen, ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt. Ein paar Charts noch gefarmt. Ja, haben wir erstmal einen Teil zu tun mit den Sätteln. Wir sehen uns wieder, wenn ich da ein bisschen weiter mit bin. Dann machen wir hier an dieser Stelle mal ein Päuschen. Wir haben immerhin einen 174er Nitop. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.